Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Zwei kurze Ansagen. Die eine ist, ich kann bei FIFA nicht null Zuschauer einstellen. Die Stadien sind voll, obwohl es in echt ja Geisterspiele sind. Tut mir leid, kann ich schlicht und ergreifend nicht ändern. Die zweite Sache ist, das Spiel von Köln gegen Mainz und Frankfurt gegen Gladbach ist etwas kürzer gehalten, da die beiden ja Mittwoch gespielt haben. Ich nehme das gerade abends noch auf und ja, muss den Rest der Woche auch wieder arbeiten. Deswegen schaffe ich es nicht anders. Daher sind die Spiele nur 2,5 bis 3 Minuten lang. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Jetzt geht's aber los mit dem Freitagabendspiel Düsseldorf gegen Paderborn. Viel Spaß dabei und Dankeschön fürs Reinschalten. Fortuna Düsseldorf hat langsam das gleiche Problem wie der SC Paderborn. Man spielt gut, man liefert gut ab, man bekommt einfach nicht die Resultate, die man sich eigentlich verdient gehabt hätte. Am Ende des Tages zählen aber nur Punkte und hier wollte Fortuna Düsseldorf nichts anbrennen lassen. Der Dreier daheim gegen den Sportclub aus Paderborn ist Pflicht für die Mannschaft von Rösler Steffen Baumgart. Der weiß, dass die Luft immer dünner wird und so langsam, auch weil Werder Bremen zumindest einen Punkt geholt hat, schwindet die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt. Düsseldorf legt hier stark los, Strohdig köpft den Ball erstmal raus, bleibt aber trotzdem heiß. Erik Tommy in den Rückraum. Knapp 11 Meter vor dem Kasten kommt dann Karaman zum Schuss. Ist nicht die optimale Verwertung, geht aber doch relativ knapp am Tor vorbei. Etwas über eine Viertelstunde gespielt, die erste Halbzeit, vor allem der erste Teil dessen, hatte richtig was auf Lager. Kastenmeier in der 18. Minute. Sven Michel, der es da probiert, aber eben nicht belohnt wird. Kastenmeier behält die Übersicht. Fährt dann rechtzeitig die Arme aus. Auch Konter konnten mal funktionieren. Düsseldorf steht hier gut in Position in Person von Matthias Zimmermann. Wuchtet den Ball rauf auf den Kasten von Leopold Zingerle. Der bekommt den aber noch rausgefischt. So ging es dann in die Halbzeit ohne ein Tor am Freitagabend, wobei es genug Chancen gegeben hat, um einmal, mindestens einmal zuzuschlagen. Doch die Fortuna wollte es mehr. Berisha, Tommy, Botzek mit der Flanke, Kenan Karaman und jetzt war der Ball im Tor. 56. Spielminute. Karaman, der nach seiner Rückkehr wirklich super auftrumpft. Der ist so wertvoll und holt jetzt auch die Tore. Keine 10 Minuten mehr zu spielen. Der zweite Durchgang der in schwarz gekleideten Gäste war nicht mehr wirklich gefährlich. Suttner über die linke Seite mit der Flanke. Der Kopfball von Karaman abermals. Schonlau ist dazwischen. Passt da auf, sodass die Entscheidung erstmal vertagt wurde, aber Düsseldorf ließ hier nichts mehr anbrennen. Nochmal Zimmermann machte auch eine sehr gute Partie. Allgemein Düsseldorf wieder spielerisch sehr stark. Dieses Mal konnten sie sich aber mit einem Dreier belohnen. Karaman Doppelpack, 92. Spielminute. Der Kopfball, der passt und ist aus zu kurzer Distanz auf den Kasten gebracht. So gewinnt Düsseldorf zum Auftakt in den 26. Spieltag verdientermaßen mit 2:0 gegen Paderborn. Samstagnachmittag und der erste FC Köln empfing den ersten FSV Mainz 05. Unter der Woche sollte es beim ersten FC Köln nicht klappen mit den Punkten. Man verlor gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1, hatte am Ende das 2:2 auf dem Fuß. In Person von Marc Uth. Hier tritt er auch wieder in Erscheinung. Keine verkehrte Möglichkeit. Müller ist aber rechtzeitig draußen, der den jetzt längerfristig ausfallenden Zentner ja vertreten soll.
Halbe Stunde gespielt, Mainz zeigte nicht sonderlich viel nach vorne. Öztunali zu Quaison, mit Glück tankt er sich da durch und kommt zum Abschluss. 31. Minute, das 1:0 für die Gäste, wie aus dem Nichts. Timo Horn kommt aus kurzer Distanz nicht mehr ran. Doch Köln hatte eine Antwort parat. Flankenball eigentlich zu lang, Kainz hält ihn im Spiel. Da ist Skiri, der hat keine Lust auf zwei Niederlagen in Folge. 41. der Ausgleich. Wuchtiger platzierter Schuss unten links rein. Nichts zu halten. 1:1 nach 45 Minuten. Mainz bekleckerte sich ja am vergangenen Wochenende am Sonntag gegen Düsseldorf auch nicht mit Ruhm bei diesem 1:1. Da war man absolut glücklich, dass man überhaupt einen Punkt mitnehmen konnte. Hier war Köln wieder klar überlegen. Ecke von der linken Seite. Der irrt durch den Strafraum. Der Ball nochmal abgefälscht. Florian Kainz, der es probiert mit dem Hinterkopf. Doch den dann gefährlich noch aufs Tor zu bringen, ist dann unmöglich, auch wenn Müller da etwas durch seinen Strafraum irrt. Keine Stunde gespielt, fantastischer Ball zu Marc Uth und jetzt war er auch wieder erfolgreich. Erzielte ja trotzdem einen Treffer, einen wunderschönen gegen Gladbach. Jetzt wuchtet er ihn hier ins kurze Eck. 2:1, die Partie war gedreht. Mainz hatte aber noch eine Chance. Latzer, der Ball ist eigentlich fast ein Stück zu lang gespielt. Timo Horn verschätzt sich. Philipp Mwene kommt ran mit der Fußspitze, kriegt den durch die Beine, aber dann kullert er vorbei. Und so bleibt es beim 2:1. Köln verdient sich, das war die bessere Mannschaft. Knapper Sieg, aber was zählt, sind die 3 Punkte. Die Hertha konnte den Super-GAU abwenden und sich ein 2:2 gegen Werder Bremen reinholen, aber insbesondere die Anfangsphase dort machte überhaupt keinen Mut. Man wollte nun gegen die TSG besser reinstarten und konnte diesmal auch von Beginn an mal Zeichen setzen. Mateusz Kunja einmal durchgelegt zu Marco Grujic. Durchaus eine gute Möglichkeit, den kann man mal zu einem Treffer verwerten. Oliver Baumann aber passt auf. Hoffenheim wartete ab, kam dann nach 20 Minuten knapp das erste Mal in die gegnerische Gefahrenzone. Kader Rabeck hat das Auge für Samaseku, legt rüber zu Robatsko und der macht es ganz frech ins kurze Eck vorbei an Thomas Kraft. Und in der 22. Spielminute stand es 1:0 für die Gastgeber. Die alte Dame mal wieder wie ein begossener Pudel. Diesmal waren sie zumindest spielerisch nicht so unterirdisch. Trotzdem, das Resultat sprach wieder gegen sie. Knapp 10 Minuten später Florian Grillitsch, der sich da probiert. Diesmal ist Thomas Kraft zur Stelle. Beim 1:0 sah er nicht ganz so gut aus. Diesmal zeigt er, dass er auch Jahrstein nicht zu Unrecht möglicherweise verdrängt hat. Doch von der Hertha kam nun unter dem Strich viel zu wenig. So gab es die Chance zum 2:0 von Florian Grillitsch. 35. Minute, aber das wurde dann erstmal nichts mit der doppelten Führung. So gingen wir mit dem 1:0 hier in die Katakomben. Hertha hatte zwar den besseren Beginn gepachtet, aber danach kam viel zu wenig des Hauptstadtclubs. So sah das auch zunächst im zweiten Durchgang aus. Kramaric, Samaseku, Sko legt raus, Andrej Kramaric probiert das aus der zweiten Reihe. Ein Schuss wie ein sprichwörtlicher Strich, der aber nicht den Treffer bekommen hat, den er vielleicht verdient gehabt hätte. So Hertha weiterhin im Spiel, aber dazu müsste man auch mal vorne in den 16er kommen. Sie waren meistens bei ihrem eigenen Strafraum beschäftigt. Karl Rabeck, der rechts außen wirklich
beackerte da den Flügel. Der wollte es hier beweisen und machte wirklich einen super Job. Die Schlussphase mittlerweile angebrochen von der Hertha, kam erschreckend wenig, eigentlich überhaupt nichts. Und Hoffenheim ließ auch nichts mehr zu, die letzte Möglichkeit bekam. Dann folgerichtig auch die Schröder-Elf, Elas Bebu nochmal. Und Thomas Kraft war der Einzige, der verhindern konnte, dass es hier in einem schlimmeren Ergebnis endete. So verliert die Hertha nur mit 1:0 und kann sich wirklich glücklich schätzen. Aber trotzdem, damit tritt man weiterhin auf der Stelle. RB Leipzig lässt doch jetzt wichtige Federn im Meisterschaftskampf, lässt so ein bisschen abreißen zu den Bayern und von manchen werden sie nicht mal mehr als Meisterschaftskandidat aufgezählt. Das ist logischerweise fahrlässig und trotzdem muss man Leipzig zusichern. Jetzt müssen sie mal abliefern und das taten sie. 15. Minute, Yusuf Paulsen mit dem 1:0 gegen die Bayern und gegen die Dortmunder darf man sich keine Schwächen mehr erlauben. Die Dreier müssen insbesondere zu Hause geholt werden. Yusuf Paulsen fing an, aber danach schlief die Partie komplett ein. Leipzig wollte das Spiel nicht machen und Freiburg konnte es nicht so recht. Es ging also ohne weitere Highlights in die Pause. Der zweite Durchgang wurde jetzt aber besser. Angelino auf der linken Seite tanzt da Gulde aus. Sabitzer dann aus Spitzenwinkel, kann vielleicht auch nochmal in die Mitte legen, hat dann aber nur das Auge fürs Tor und für den kurzen Winkel. In dem steht dann aber Alexander Schwolo, der lässt sich von sowas in der Regel nicht übertölpeln. Der anschließende Eckstoß nicht gut geklärt, wieder Angelino. Jetzt an Höfler den Ball verloren, der schenkt ihn aber wieder her. Marcel Sabitzer, Emil Forsberg mit dem 2:0 auf dem Fuß. 56. Spielminute, Schwolo springt, pariert und klärt diese Sache. Doch Freiburg lief ja jetzt diesem Rückstand schon seit der 15. Spielminute hinterher und man konnte nach vorne nichts kreieren. Marcel Sabitzer wieder auf der anderen Seite. Mit der Hacke wird jetzt hier gezaubert. Und Yusuf Paulsen, der Däne, muss den Doppelpack machen. Was für eine Szene. Den noch vorbeizuschießen, auch wenn es knapp war, das ist schon ziemlich schwierig. War es vielleicht eine Standardsituation? Diese eine Möglichkeit für den SC Freiburg doch noch etwas hier aus Leipzig mitzunehmen. Koch, Petersen und da ist Roland Salai. Szene noch nicht ganz geklärt. Koch zu schwach. Das wäre es gewesen. Salai gegen Gulashi scheitert. So blieb es beim knappen 1:0 verdient. Aber Freiburg hätte jetzt kurz vor Schluss trotzdem noch zuschlagen können. Der BVB gegen den FC Schalke 04, eine besondere Partie, immer wieder, keine Frage. Schwarz-Gelb gegen Königsblau, der BVB hier mit der besseren Anfangsphase und der ersten Halbchance. Haaland serviert für Emre Can, der noch behindert wird von Weston McKennie, der da reinstürzt. Gab dann Abstoß, also keine Gefahr für das Gehäuse von Marco Schubert. Nun Schalke das erste Mal nach vorne unterwegs, möchte den BVB unter Druck setzen und macht das hier per Flanke. Und die wird brenzlig, weil Guido Burgstaller in der Mitte ist, den Kopfball bekommt. Aber dass der Österreicher nicht fürs Toreschießen berühmt geworden ist, ist mittlerweile schon fast ein paar Jahre bekannt. Trotzdem, den kann man gerne mal versenken. Ärgerlich auf jeden Fall für Schalke, weil es eine große Möglichkeit war.
Stattdessen der BVB mit der Chance in Führung zu gehen. Hier über Emre Can, der nicht gut angegriffen wird, überhaupt nicht. Dann den Ball wiederbekommt von Haaland, der heute mehr in der Auflageposition war. Schubert muss runter, macht das aber dann mit Bravour. 0:0 nach 45 Minuten. War ein ausgeglichenes Duell, Dortmund tendenziell die bessere Mannschaft, aber das war auch zu erwarten. Schalke aber nicht so schlecht wie in den letzten Wochen. Kurz nach Wiederanpfiff, Benito Rahman, genialer Ball zu Jonjo Kenny und da ist das Tor für die Gäste. Der Ball war zumindest im Netz, aber dann ging die Fahne hoch. Es wurde der Videoassistent bemüht und wir sehen's. Zagadou macht im entscheidenden Moment den Schritt raus, sodass Kenny im Abseits steht. Doch die Schalke hatten nun Blut geleckt und wollten den Treffer. Matondo wird von Hummels nicht ausreichend gehalten und der Ball, er geht über die Linie. Rabi Matondo mit dem 1:0. Roman Bürki kommt nicht mehr ran, hat das Nachsehen. 0:1 und vom BVB im zweiten Durchgang wenig zu sehen. Vielleicht jetzt, Viertelstunde, aber auch nur noch zu spielen. Haaland wieder zum Auflegen. Bereit wieder für Emre Can. Wieder soll es nicht klappen, aber sie nähern sich richtig gut an. Doch das Quäntchen Glück, das fehlte. Langsam wurde es wirklich knapp mit der Zeit. Todibo, dann wird es fürs Erste geklärt, die richtige Entscheidung, den so wegzudreschen. Aber Dortmund bleibt dran. Der Einwurf führt über Emre Can zu Haaland. Und jetzt war der Ball doch noch im Tor. 88. Spielminute. Der Retter in der Not. Man hielt sowieso schon sehr viel von ihm hier im Westfalenstadion. Damit hat er spätestens alle Herzen auf seiner Seite. Das Derby endet mit 1:1, vielleicht ein Punkt Verlust, aber moralisch kann sich der BVB zumindest etwas davon mitnehmen. Der erste FC Union Berlin hat schon einigen großen Mannschaften ein Bein gestellt, insbesondere hier an der heimischen alten Försterei. Aber der FC Bayern tritt insbesondere auswärts zuletzt richtig gefährlich an. 6:0 gegen Hoffenheim und hier sah es früh danach aus, als könnte es in eine ähnliche Richtung gehen. 9. Spielminute, Serge Gnabry mit dem 0:1, fackelt nicht lange rum, bekommt viel zu viel Platz, Gikiewicz. Der kann leider nur noch hinterher schauen. Knappe Viertelstunde gespielt. Der FC Bayern nun im Modus. Joshua Kimmich erhöht auf 2:0. Gegen Augsburg war wenig Glanz dabei beim FCB. Aber heute hatten sie richtig Lust. Und Union konnte einem leid tun. Felipe Coutinho in die Mitte gelegt. Da ist Thomas Müller 3:0 nach 20 Minuten. Und es nahm jetzt wirklich Züge an, die man vom Gastspiel in Sinsheim noch gewohnt war. Weiter Ball, den erläuft sich Müller. Vorbei an Schlotterbeck. Goretzka 0:4. Das Faszinierende daran war, viel mehr Torchancen gab es nicht. Klar, das sind vier gute Möglichkeiten. Die muss man dann so eiskalt aber auch erstmal verwandeln. Und Bayern hatte eine 100%ige Schuss-zu-Torquote. Und es wurde noch übler. Kimmich 0:5. 43. Minute. Union-Fans Augen zu. Das tut weh. Ist einfach gut gespielt. Und dann schaut man da nur noch hinterher. Die Bayern hatten also alles im Griff.
ließen jetzt aber ordentlich vom Tempo ab. Unter der Woche kommt ja dann das Spiel gegen Chelsea. Da muss man in bester Verfassung sein, auch wenn man im Hinspiel deutlich gewonnen hat. Das 3 zu 0 hat man noch in guter Erinnerung. Trotzdem muss man sich hier jetzt nicht überarbeiten. Union war froh, dass die Bayern wirklich ein bisschen von der Tube runtergingen. Wir sind schon in der Schlussphase, keine 10 Minuten mehr zu spielen. Tolisso nochmal, Corentin Tolisso, Serge Gnabry, Coutinho. Ihm war heute aber kein Treffer vergönnt. 83. Minute. Es blieb also beim 0 zu 5. Union stabilisierte sich also zumindest im zweiten Durchgang, aber eben weil der FC Bayern weniger investierte, ist ein deutliches Ergebnis, aber Bayern hat gezeigt, auswärts vor allem sind sie in den letzten Wochen so richtig motiviert. Sonntagnachmittag, Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Die Fohlenelf holte sich den Derby-Sieg unter ungewöhnlichen Umständen. Gegen den ersten FC Köln viel Emotionalität kam dann nicht auf. Trotzdem drei wichtige Punkte, um oben vielleicht nochmal anklopfen zu können. Die erste Chance nach einem Eckstoß, 17 Minuten waren da gespielt. Ilsanker dann mal mit dem Kopfball, was Frankfurt allerdings ablieferte. Vergangene Woche gegen Leverkusen in der Bundesliga, das war wirklich denkwürdig. Sie mussten 1, 2, 3 und noch mehr Schippen drauflegen, sah nicht schlecht aus. Gladbach tankte sich dann zwischendurch immer mal wieder nach vorne durch. Und jetzt sollte dann auch der Treffer gelingen. 38. Minute, das 1 zu 0. Erster konsequent bis zum Ende gespielter Angriff. Und es stand 0 zu 1. Ärgerlich für Frankfurt. Spielanteile ungefähr gleich verteilt. Aber wenn man den Treffer nicht macht, liegt man eben zurück. Ganz einfache Fußballweisheit. Zweiter Durchgang. Frankfurt aber versuchte es jetzt besser zu machen. André Silva hat die Chance zum Ausgleich auf dem Fuß. Bekommt den nicht mehr anders aufs Tor. Jan Sommer hält die Pille fest. Nun wieder Gladbach. Mal mit einem kleinen Akzent. Auch da ist Kräfteschonen angesagt. Unter der Woche musste man sich auch verausgaben. Und hier waren sie zumindest, was die Chancenverwertung angeht, wieder eiskalt. Alassane Plea mit dem 2 zu 0 konnte sich durchaus sehen lassen. Doch Frankfurt steckte noch nicht den Kopf in den Sand. Philipp Kostic mit der Flanke und Dominik Kor schließt an. Noch eine knappe Viertelstunde danach auf der Uhr. Die Möglichkeit war also wieder da. Frankfurt muss unbedingt noch Punkte sammeln, sonst gerät man da unten richtig unangenehm rein. Und sie hatten die Chance für den Ausgleich. Noch einmal Kostic. Sehr viel Platz. André Silva. Was für eine Möglichkeit. In der 94. Spielminute. Der Ball wollte nicht einschlagen. Und so blieb es beim 1 zu 2. Gladbach gewinnt. Nicht, weil sie das bessere Team waren, sondern weil sie ihre Chancen besser nutzten. Frankfurt hätte sich das 2 zu 2 durchaus erarbeitet. Aber sie haben es versäumt, den späten Ausgleich noch zu erzielen. Der FC Augsburg empfing den VfL Wolfsburg in der heimischen WWK-Arena. Den hellblau gekleideten Gäste legten hier ganz gut los. Paulo Ottavio, Brekalo und Maximilian Arnold mit der ersten Abschlusssituation. Andreas Lute passt auf. Fischt den raus mit einem guten Reflex. Aber den darf man natürlich auch halten. Nach der Trennung von Schmitz ging Herrlich hier ins Gericht mit den Augsburgern. Aber das hatte irgendwie nicht angeschlagen. Das Spielsystem kann noch nicht ganz entwickelt sein. Aber es war irgendwie gar nicht zu sehen von dem, was man sich vielleicht unter einem Trainereffekt erhoffen könnte. 0 zu 1, also knappe halbe Stunde gespielt. Der VfL machte nicht die leiseste Anmerkung hier nachzulassen. 28. 0 zu 2, Yannick Gerhardt. Schöner Kopfball, steht aber auch viel zu frei.
Da kannst du als neuer Trainer auch verrückt werden und dann machst du dir bewusst, was du da für eine Aufgabe bekommst. Jetzt aber vielleicht mal Daniel Bayer. Spielt raus zu Richter. Framberger mitgelaufen, der rechte Verteidiger. Wieder zu Richter in die Mitte gelegt. Da ist Rani Khedira. Und plötzlich das 1:2. Und das war tatsächlich mal richtig gut gespielt. Der Abschluss ist dann auch schön. Castells kommt nicht mehr ran. 1:2 nach 45 Minuten. Keimte jetzt doch wieder Hoffnung auf beim Debüt von Heiko Herrlich. Ein Torunterschied, das lässt sich durchaus bewältigen, aber der VfL war jetzt wieder wacher und machte mehr. Memedi mit der Flanke. Schwach, ganz schwach von Framberger verteidigt. Aber Brekalo mit der falschen Entscheidung schließt ab, will ihn ins kurze Eck wuchten. Der Fuß von Lute, der ist aber noch rechtzeitig draußen. Noch keine Stunde gespielt. Der VfL aber machte weiter. Die Vogelstädter teilweise überfordert. Andi Lute behielt aber den Überblick. Nicht verkehrt, wie er den hier rausfischt. Aber ganz war es das noch nicht gewesen. 90. Minute. Der Ball im 16er Knoche rettet ihn, abgeprallt vor die Füße von Ginczek und dann war er drin. 3:1. Die endgültige Entscheidung. Verdientermaßen schlägt der Ball hier ein. Lute ohne Chance, der macht ein gutes Spiel, kassierte trotzdem 3 Gegentore und das sagt einiges über das Spiel aus. Die Gäste klar und verdient der Sieger. 3:1 schlagen sie den FC Augsburg beim Debüt von Heiko Herrlich. Zum Abschluss des 26. Spieltags empfing der SV Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen und für den SVW gilt es wirklich nur noch irgendwie auf Platz 16 zu kommen. 2:0 führen gegen die Hertha, die sind krass verunsichert. Und trotzdem lässt man sich noch 2 Tore einschenken. Hier gegen Leverkusen mussten sie froh sein, nicht ganz früh im Rückstand gewesen zu sein. Charles Arangis scheitert an Capino. Aber Leverkusen ließ sich nicht beirren und spielte den Stiefel runter. Jetzt vielleicht mal etwas konstanter werden, dann wird es auch noch was mit der Champions League. Diaby, Baumgartlinger, 1:0, 26. Minute. Geht absolut in Ordnung. Bremen stand mitunter wieder komplett neben sich. Und das ist auch als erweitertes Standardgegentor zu werten. Vielleicht selber mal erfolgreich nach so einer Szene. Freistoß von Rashica, Gebrselassie dann mit dem Kopfball, der aber weit über die Querlatte geht und nicht wirklich für Gefahr sorgen kann. Nach 45 Minuten stand es 0:1. Julian Baumgartlinger hatte bislang den Treffer des Tages erzielt. Bremen tastete sich zumindest so langsam ein bisschen ran. Vielleicht mit der nächsten Standardsituation. Rashica mit dem Eckball von der linken Seite. 50. Minute. Kopfball von Leonardo Bittencourt. Gar nicht mal so verkehrt. Mit der Stirn bringt er den mit ordentlich Wucht in Richtung Kasten Radetzkis, aber nicht platziert genug. Nun Leverkusen in Aktion. Arangis von Navas bedient. Capino muss wieder eingreifen. War auch wirklich gut gefordert an diesem Abend. Machte bis dato seinen Job, aber gut. Anschließender Eckstoß. Bitten kurz. Fehler an Paulinho. Arangis und Paulinho jetzt hier im Passspiel. Zurück zu Kai Havertz. 69. Minute. Tabsoba will wahrscheinlich schießen, aber findet dann seinen Mitspieler.
Kai Havertz, der hält die rechte Innenseite hin und schießt zum 2:0. Jetzt wieder Bremen. Milot Rashica holt sich den Ball von Weiser, scheitert an Radetzky, Szene noch nicht geklärt. Nachschuss, doppelter Nachschuss. Davy Selke, 1:2, 72. Minute. Plötzlich war Bremen wieder im Spiel. Es gab noch eine Möglichkeit für Grün-Weiß. Nachspielzeit lief aber auch schon. Kevin Vogt zu Eggestein. Selke, Eggestein! Aber Radetzky ist da und hält das 2:1 fest. Spielerisch sah es heute ganz gut aus bei Bremen, aber wieder mal Standard-Gegentore. Und dann verliert man halt verdient mit 1:2 gegen Leverkusen. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Video und adios.